Unser Hauptfeind ist angekommen. Das hier ist der falsche Mehltau. Das ist der Pilz, den wir das ganze Jahr bekämpfen müssen. Und es gibt aber auch neue Traubensorten, bei denen das nicht passiert. Und die schauen wir uns jetzt an. Guten Morgen zusammen. Es ist heiß, heiß, heiß. Super schönes Wetter, der Himmel ist klar blau. Es könnte nicht schöner sein. Nur der Regen, der fällt immer noch. Er kommt einfach nicht. Es soll nicht kommen. Ist ein bisschen mühsam. Jetzt werden wir schauen. Andi ist in der Terrasse, der ist noch am Surlen. Und wir haben noch ein bisschen Programm heute. Da ist er endlich mal, unser Savannentiger. Ring. Der ist am Schimpfen, er hat noch keine Milch bekommen. Und dann merkt man immer, er ist sehr, sehr, jetzt übertrieben gesagt, unausstehlich. Andi ist irgendwo in dieser Reihe. Man kann ihn gut hören, aber sehen noch nicht. Hier war er schon fleißig, wie ihr sehen könnt. Hat er schön das Gras runtergeschnitten, dass die Traubenzone frei ist. Und King kommt mit. Heute hat er Lust. So, ich habe ihn gefunden. Er ist schon fleißig. Andi! Andi! Hallo! Hi! Guten Morgen miteinander! Ist wieder anstrengend heute Morgen, aber habt ihr gesehen? Alles wie Zauber unter dem Stöcken, muss alles geschnitten werden. So gefällt es mir schon viel besser. Ist einfach, dass das Gras nicht hier in die Trauben hineinwächst. Mann, oh Mann, ist das schwitzig! Ja, klebrig, du siehst aus wie so ein Konfetti. Graskonfetti! Ja, genau. Habt ihr gesehen? Unser gefürchtetster Feind ist angekommen. Hier unten, nahe am Boden, wo viel Feuchtigkeit ist, sind schon die ersten Mehltau-Infektionen. Das ist der falsche Mehltau. Das ist eigentlich der Pilz, den wir das ganze Jahr eigentlich bekämpfen müssen. Das ist eigentlich der schlimmste Pilz, den wir hier haben. Hier oben sind diese Ölflecken, diese gelben Punkte. Unten ist der weiße Pilzrasen. Und das Gute daran ist, er ist schon abgestorben. Das heißt, die Braunverfärbung ist eingetreten und der Pilz ist momentan kein Problem bei uns. Ist einfach so, der Pilz ist unser größter Feind. Und das hier ist ja der Pinot Noir und der ist ja bekanntlich dafür, dass er nicht sehr resistent ist. Wir haben auch andere resistente Sorten und die gehen wir mal anschauen. Ein neues Spielzeug gekauft, also neu, es ist neu-alt. Ja, das ist der, unser neuer alter Gabelstapler. Der ist super, mit dem komme ich 4 Meter nach oben. Wow. Mit dem großen ging das nicht. Super, ja, jetzt. Ist schwer, 1250 Kilo. Ja, jetzt müssen wir das irgendwie abladen. Wie bringen wir den runter? Hi. Am besten. Sind da draußen, toll. Ja. Am besten so, wie wir aufgeladen haben, nehmen wir runter. Mal schauen, ob das funktioniert, ohne dass er auf den Kopf fällt. Also. Also, dass das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Es ist so schwer. Füße weg. So, tada! Hat funktioniert! Hilfe! Aber die anderen Batterien wären deutlich grösser. Ja, ja. So wie es aussieht. Aber es ist nur zum Überbrücken, bis sie da ist. Plus, minus.
brauche noch ein bisschen mehr Übung. Wunderbar funktioniert. So, jetzt geht's weiter. So schnell ist man umgezogen. Das ist besser als zu tragen. Ja, finde ich auch. Ja, definitiv. Traktor ist viel besser. Also abladen. Ja. Rotes Sofa-Gespräch. Die ernsten Themen. Ja, Themen, die uns beschäftigen. Und das ist schon so, das mit dem Pflanzenschutz, das ist eine sehr mühsame Arbeit. Ich hocke den ganzen Tag und fahre durch die Rebberg und finde es eigentlich keine tolle Arbeit. Ja, das ist so. Eine langwierige Arbeit. Und wir haben ja hauptsächlich Pinot Noir und Riesling-Trauben. Und beim Pinot merkt man schon extrem, also der hat Mühe mit Pilz. Da muss man immer extrem drauf sein, gell? Extrem, also immer schauen und genügend spritzen. Wir haben ja gesehen, vorhin im Rebberg, diese Mehltau-Pilz. Das ist wirklich der Pilz, der uns am meisten Arbeit gibt im Rebberg. Und das ist die europäische Sorte. Die sind halt sehr empfindlich auf diesem Pilz, das ist furchtbar, oder? Und das ist einfach der, den wir am meisten bekämpfen müssen. Und ja, wir haben natürlich auch gedacht, wir sind ja immer ein bisschen am Neuanpflanzen und es gibt heutzutage so viele neue, gute Sorten, Piwi-Sorten nennt man die, die man nicht mehr spritzen muss. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel von uns. So nah mit der Natur zusammenarbeiten, wie es geht, und jetzt haben wir ein paar Piwi-Sorten gepflanzt. Ja, und die zeigen wir euch gleich. Müsst mal schauen, die sind hier. Das sind unsere neuen Piwi-Sorten, die wir angepflanzt haben. Ich muss korrigieren, es heisst nicht mehr Piwi-Sorten, es heisst die neuen Sorten. Piwi, das tönt nicht mehr so sexy. Was haben wir hier, Priska? Das ist jetzt die Traubensorte Helios. Da haben wir ein Video gemacht, als wir den Rundgang gemacht haben. Könnt ihr nachschauen, ist verlinkt oben. Und hier drüben, die ein bisschen mehr gewachsen sind, das ist die Muscaris. Und das Gute daran, und manchmal sieht man hier, die bekommen auch die Pilze. Ja, da. Das sieht man auch hier, das sind auch Mehltau. Pilzinfektionen. Und der Vorteil an dieser neuen Sorte ist, das Blatt kann sich selber wehren. Also das ist ein amerikanisches Genmaterial drin und die amerikanische Rebe, die kann sich gegen den Mehltau schützen, indem es einfach ein Zelltod macht und so ist der Pilz gefangen und stirbt im Blatt ab. Es ist eine wunderbare, eigene, natürliche Abwehr gegen den Mehltau-Pilz. All die Traubensorten wie der Pinot und Riesling und der Merlot, den wir haben, sind ja sehr anfällig auf Pilz. Warum ist das so? Ja, das ist schon so. Der Mehltau-Pilz, und der kommt ja von Amerika her. Und der amerikanische Rebstock ist zusammen mit dem Mehltau-Pilz groß geworden, zusammen aufgewachsen und jeder kann sich gegenseitig ein bisschen wehren. Dann sind ich vor 500-600 Jahren sind die ersten Entdecker auf Amerika gekommen und haben die Pflanzen mitgenommen. Mhm. Der Mehltau-Pilz ist dann hier in Europa groß geworden, breit geworden, weil unsere europäischen Rebsorten einfach keinen Schutz gegen den haben. Und dann ist es einfach ein riesen Problem geworden ab dort. Und deshalb müssen wir so viel spritzen bei uns. Aber deshalb haben wir ja die anderen Traubensorten angepflanzt. Zum eben schauen, und man sieht jetzt auch gut an den Blättern, eben, sie kann sich selbst wehren, die Rebe. Also das ist schon ist wahnsinnig faszinierend. Ja, das muss man auch in der Natur überlassen. Mhm. Die neuen Sorten, die haben ja noch ein bisschen so einen schlechten Ruf, der Wein ist nicht gut. Aber ich denke gar nicht, weil die Qualität, man kann auch mit einer neuen Rebsorte kann man einen sehr guten Wein produzieren. Und man muss es einfach den Leuten beibringen und zeigen, hey, wir haben damit auch tolle Weine, wir können tolle Weine draus machen. Das war ja wie früher vor vielen Jahren, vor 50 Jahren, ja, die Schweizer Weine kann man nicht trinken, die sind sauer und überhaupt. Man muss heute noch den einzelnen Leuten sagen, hey, probiert zuerst mal unsere Weine und dann könnt ihr immer noch urteilen. Und die meisten sind dann begeistert.
Ja, so ist es. Man muss zuerst ein bisschen offen sein, das Neue kennenlernen. Und ich bin überzeugt, dass mit den neuen Sorten das funktioniert und das hat Zukunft. Wir werden vermehrt auf diese Traubensorten setzen, auf diese Piwi-Sorten, denn der Pflanzenschutz ist natürlich dann einiges weniger, den wir machen müssen und ist in unserem Sinne und ich denke, das kommt gut. Ja, es gibt ganz coole Sorten, es gibt ganz viele Neuzüchtungen, so die schönen Namen, die haben so eben Muscaris, das sind schöne Namen. Mhm. Und eben der Helios, das ist so. Da gibt es Pinotage, es gibt dann der Donauriesling. Mhm. Das sind alles Sorten, die einfach gute Weine geben und man nicht so viel spritzen muss. Das ist genial. Mhm. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, wir unterstützen euch, ihr macht das super mit den neuen Sorten, gebt uns einen Daumen nach oben. Danke vielmals. Abonniert unseren Kanal und wir sagen tschüss. Tschüss. Es ist schon faszinierend, wie die neue Traubensorte, die Helios, sich da wirklich gegen den Pilz wehren kann. Eine super schöne Nekrose. Ja, wehrt sich. Wahnsinn. Und der europäische Pilz ist einfach alles. Verbreitet sich. Hat gar keine Chance. Er hat keine Chance. Nein. Wahnsinn. Das ist schon spannend. Hat schon viele Vorteile. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es kommt gut. Das kommt gut. Das kommt mehr als gut.